So. Ab im Keller. Was geht's los? Ja, so sieht Datenschutz heute aus. Dreckig, lumpig. Jo, guten Morgen. Einmal in den Stream, nur ein einziges Mal will ich in die Streamkamera guten Morgen sagen. Ganz einfach, weil ich jetzt mit der Kamera arbeite und die läuft einfach nebenbei. Wie gesagt, Langeweile ist vorprogrammiert. Wenn ihr Bock habt, richtig was zu sehen, schaut einfach auf dem anderen Kanal vorbei, Fahrradsalon. Den Hauptkanal und da ist dann Familie Müller und der Fahrradsalon. Ja, da seht ihr dann alles. So, hier, so, da bin ich. Guten Morgen. Ich mache mir die Haare schön, der Müll kommt nämlich gleich. Und weil wir ein bisschen Ärger hatten mit dem Müll, jetzt drehe ich doch mit zwei Kameras, ich da mal kurz den Lappen. Gut, geht los. Ich mach auf, ich bin noch ja nicht richtig da, es ist 8.53 Uhr, aber geht schon los. Ja, mein Arbeitstag beginnt auf alle Fälle jetzt und ich muss dieses Kettler endlich fertig machen. Das nervt mich ab hier. Hässlich, grässlich, weil ich die Ersatzteile nicht kriege. Oh, es gibt keine Tretkurbel, es gibt keine Kettenblätter mehr mit solch einem Lochkreis, wie ich sie beim Kettler benötige. Lochkreis ist falsch, Lochkreis hat's. Gib es. Durchmesser der Kettenblattschrauben, der ist bei dem Thun, bei der Thun-Tretkurbel ist der geringer. Unglaublich, war ich auch bisher nie wahrgenommen so. Also das ist einfach so, ist einfach so. Damals gab's das. Heute nicht. Jetzt gucken wir mal, was hier, ob sich da jemand tummelt auf Bike Stream. Schauen wir mal. Wenn jetzt noch keiner da ist, zeig's doch mal in diese Kamera. Kettenblattschrauben. Durchmesser. Heutzutage und früher. Das passt nicht. Was das alles hier mit? Das ist so eine geile Tretkurbel, die will ich ja ungern weghauen. Weißt du? Also die ist echt so formschön und passt. Ich meine, das Lager ist auch top, deswegen das Lager muss ich nicht tauschen. Sonst mache ich eine neue Lagerin, eine andere Kurbelruf. Also hat er so billig Schrott und jetzt hat er eben gezeigt, geile Blätter geordert extra, ja, gute Qualität. Soll doch so sein. Tun. Okay. Ja, dann machen wir das. Boah, Mann, auf. Fertig, brauchen wir auf. So, der Kollege von der Polizei, den rufe ich jetzt mal an. Wieder mal. Die Treppe versenkt. Denke ich mal, haben wir hier auf alle Fälle, weil ich habe ein Rad angekauft. Mann, ja, ich weiß, ihr wollt, sagt immer, nicht unterstützen die Dinge hin und her. Generell alles richtig. Alles richtig. Würde ich auch nie tun. Aber hey, VSF, Fahrradmanufaktur, T700. Ich hab nochmal geile Namen, Dynamo. Geile Lampe. Geil, alles geil. Alfin, 8-Gang, oder 11-Gang, so, oder was? 8, Alfin 8. Für den Fuffi. Nicht geklaut, Mann, nicht geklaut, von meiner Freundin, bla. Das sind wir doch keine Opa an, ey, gib mir. Mohammed, ein Mohammed. Entschuldigung. Jetzt zeig ich schon wieder. Nee, das wollte ich nicht. Will nicht Öl ins Feuer kippen. Das will ich nicht. Es ist so. Nee, Entschuldigung. Kein Mohammed. Mustafa. Entschuldigung. Ein Mustafa. Macht's um viele gleich viel besser. Ja, das ist furchtbar.
Was sagst du dazu? Zu was denn? Dazu. Hast du wieder gekauft? Ja, letztes Mal schon. Plus, da war ja Feiertag, da steckt ich nochmal auf. Ja. Wie letztes Mal schon? Na, jetzt, letztes Mal. Was ist bezahlt? 30 Euro. Profi. War ein bisschen mehr, weil es ja die Deluxe-Ausstattung. Juli, das ist doch viel wert und so. Ich sage, ja, ich weiß, das ist viel wert. Bringst du mir die Originalrechnung dazu, wo du die gekauft hast, die Originalrechnung von hier, von Merienhof oder was weiß ich, dann kriegst du ein Uni von mir. Das ist überhaupt kein Problem. Dann kriegst du sogar mehr. Ich sage, aber so, kriegst du von mir einen Fuffi, mehr nicht. Ah, die finde ich jetzt nicht, wir sind ein paar Mal umgezogen. Ich sage, kannst du wieder umziehen mit einem Duldungstitel. Ist ja auch egal, alles nicht so wichtig. Gib mal her, habe ich mir einen Fuffi geschrieben und dann war gut. Hast du ein bisschen Geld dann für den Bäcker oder für den Bäcker und nur eine Milch und so, damit ich ein bisschen Kaffee machen kann? Na gut, dann hole ich da so ein Brötchen und komm mal. Genau. Na, kommt an, ich meine, der passt ja nicht mal über die Stange rüber, weißt du? Ja, so wie das letztes Mal. Guck mal, Riesenrad, Alter, so ein Riesenteil, so ein Riesenkerl gehört das Ding. Und da passe ich nicht mehr auf. Hast du ihn eigentlich mal gefragt, was das soll, warum unser Verfahren eingestellt wurde, weil es keine böse Absicht ist, dass er unseren Rad nicht zurückgegeben hat? Nee, ehrlich gesagt, habe ich da nicht dran gedacht. Du, ist doch. Ja. Ja, aber ob das so normal ist? Ja, ich werde gar nicht gemeint. Warum die denn so normal? Ja, ich muss nur fragen, habt ihr denn eure Rahmennummern, damit ich die wegflexen kann? Bin ich dazu blöd? Guck mal, Lappen. Zu sehen, wa? Achtung, Füße weg. Füße weg. Doch, da. Guck. Ach, guck mal. Ja, ich war mir nicht sicher, aber ich habe hier den Schuh von der neuen gesehen. Ganz sanft. Aber ich dachte, es wäre vielleicht auch nur Dreck. Das ist ja ein Ding. So. Mal gucken, ob ich die Tinte kriege mit meinen Augen. Na, meine sind auch schlechter. Die kannst du da nicht anlassen. Okay, jetzt brauche ich ein Telefon. Ja, schönen guten Tag, der Tommy aus der Bürgnerstraße. Ich habe hier ein Fahrrad angekauft. Ein Fahrradmanufakturrad. Wollte ich mal die Nummer durchgeben, weil ich das dann mit Sicherheit geklaut. Hans? Ich weiß. Tada! Nur für Hans. Aber das bleibt jetzt erstmal einen Monat wieder so. Also, hör auf, nicht jeden Tag hier. Also das geht nicht. Da kriegt die Krise. Kann ich nicht. Jedes Mal die Nummern suchen. Dafür brauche ich einen Auszubildenden. Der kann das dann machen. Jo, das waren die Grüße nach Österreich. Jetzt geht's weiter. So, in Verbindung mit den Grüßen nach Österreich, zeig mal noch was. Deine Brille ist hier. Ja, also nicht, dass du jetzt verzweifelt hast, wahrscheinlich schon. Verzweifelt, die sucht, die ist hier, die hast du hier reingesteckt mal. In den Tag. Sie ist da.
Weiter, 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 weiter. Ich weiß nicht, was muss ich machen? Ich bin so aufgeregt. Das muss abgeholt werden. Das. 1, 2, 3, 4 Räder, die zur Abholung hier stehen. Verzähler drin. Tommy? Ja, bitte. Kommst du? Nö. Na gut, okay. Frühstück. Kein Kunde. Das war auch ein Fake-Up, das haben die gemerkt. Das war nur die Kamera. Die Kamera. Was ist mit den los? Unterschiedlichen. Geht mir richtig auf den Keks. Sport. Kann doch nicht am frühen Morgen schon so sein. Sport. Hormone. Prost, Marlies. Mann, ganz auf die Sie Geburt morgen. Du bist genervt. Auf die Geburt heute, morgen. Lieber heute als morgen. Heute werden wir eigentlich lieber, weil dann kriegen wir noch Kindergeld für den Mai. Morgen ist schon Juni. Achtung, guck, guck. Achtung, guck. Nein, der dreht sich in eine Richtung. Mann, Mist, ey. Ich trinke. Achtung. Oh, falsche Richtung. Hm? 200 Euro. Extra, extra. So viel zum Thema Kinder. Nur des Profits wegen. Darauf trinken wir. Matrix. Alter, was für ein geiles Oberteil. Kann man das käuflich erwerben bei dir in meiner Größe? Das ist hier nicht wahr. Das ist schon zum Frühstück. Was soll das denn? Ach, Lars gerade so einsam da rum und fand das so schön. Wenn da keiner mit Hepatitis C dran war, dann nehme ich das doch mit. Du bist auch so ein positiv eingestellter Typ. Ja, absolut. Ich wollte das bei dir mal in Torput geben. Nein. Na, klemmst irgendwo hin. Also sag mal. Ja, ist doch, hallo? Ist doch kein Treibhaus hier. Worte sind zu Präzision da, dann braucht man nicht labern. Klemmen, habe ich gesagt. Das ist ja sehr großzügig gedacht von dir, dass das klemmen könnte. Sehr nett. Du, dein Hund schüttelt sich schon wieder vor Scham. Du, der infiziert gerade meine Frau mit Ohrenschmalz. Läusen, Milben, alle. Flöhe. Das kann man ja so oder so machen. Das ist geil. Der ist so geil. Rutsch mal über den Boden, bitte. Rutsch mal über den Boden. Ich hab Marlies erzählt von dir, dass du so gut über den Boden rutschen kannst. Ja. Ja. Hundekote. War das denn nicht der Hund mit der Kellerallergie? Oder so? Genau, das war der Hund mit der Kellerallergie. Ja, guck, hier. Nee, jetzt müssen wir einfach nur setzen. So ein bisschen aufgeregt ist der schon, ne? Ist Kamera... Nein, der kennt das mit der Kamera. Position und so. Und Pfeife putzen, denn. Das kennt er ja. Das kommt dann so. Das automatische an seinen früheren Rollen, die er hatte. Oh, sehr gut. Nee, da wollte ich von allen Seiten mal zeigen. Wie kennst du das? Ich verstehe das auch, das Prinzip dahinter nicht so. Da kommt der nächste kameraaffine Mensch. So, ich geh mal Leim. Was willst du nicht holen? Leim? Haferleim. Gitarre repariert. Wo hast du denn das jetzt gefunden? Ja, das fahre ich doch schon länger. Ich hab heute frei. Ich muss jetzt. Nee. Ich kann nicht dafür. Werkzeug ist da. Laut ist das Bühne ehrlich. Da dürfen wir überrollen deinen Hund nicht. Die andere Seite mal festziehen. Ich mach da jetzt nichts. Frühstück. Ja, da, 15er Schlüssel in der blauen Kiste. Da wollt ihr doch jemand das Rad mopsen. Wie das andere, ja, hast du noch gar nicht gehört, ne? Oder geguckt? Doch, hab ich. Aber ich musste. Ich hab mir das komplett drin gezogen. Warum? Ist das jetzt morgendlich eure Zweisamkeit? Warum gibt's die? Ja, genau. Ja, dann lass mich hier außen vor. Nee, aber warum gibst du jemand Fremdes offensichtlich das Rad? Nee, das hast du ausgeliehen. Der Typ auch mehr leid, als mir das, mich das ärgert, dass das Fahrrad weg. Ja, aber der hat es an der nächsten Ecke verkauft. Wahrscheinlich. Kann hätte auch anders laufen können. Dass du es verkaufst. Ich muss solche Situationen auch zulassen, weil mir das auch schon in der Welt passiert ist, dass man mir geholfen hat. Nur ich bin halt jemand, der dann auch das quittiert.
Respekt. Die andere nicht, aber das weiß ich ja vorher nicht. Du hast einen neuen Freund, meine ich. Ja, stimmt, du hast es ja auch nur. Der Sattel ging aber nicht mehr. Ah. Ist das jetzt Müll, weil ich das? Naja. 15er. Oh, da hat sich aber einer Mühe. Da hat sich aber einer Mühe mit dem Einpacken. Da. Der allgemeine ist, der ganze Lack liegt unten so als Sand. Ist da überhaupt was drin? Naja, hat schon Polster. Ja, da ist noch was drin. Aber das wird spannend. Er hat ja schon alle gesehen, offensichtlich. Der Lieferant. Wieso hat er mir denn den Originalkarton nicht mitgesendet? Ja, der hat wahrscheinlich nie gedacht, dass er nun einen Karton hebt, der auf dem Matsch steht. Genau so, ja. Ja, das ist klar. Das ist ja ein Schwinne, wa? Wo ich ja. Oh, lass mal zu. Yeah, da kommt was. Yeah. Ein Fully-Rahmen. Ja, der Müll ist weg. Den er da in der Ecke liegen hat, um er sich. Na, schön. Aha. Brandneu. Brandneu. Tada, ein Red Bull. Die Schwinge ist aber nicht. Sage nur, die erste Fully-Rahmen von dir. Kommen ja du mal in den Reichen in seiner. Ich hab mir den geholt damals, als der rauskam. Ach, guck mal, und da ist er wieder. Und jetzt ist er halt ein nagelneuer Habiken. Ich hab ihn ja hier unten noch gebraucht. Hab ich ihn ja noch da. So ist nicht. Tschüss, Wolfgang, polnischer Abgang. Peter. Ja. Hallo. Ja, hallo. Achso, nee, hallo. Voll irritiert, voller Freude. Gleiche Farbe? Genau den, Mann. Nur größer natürlich, weil ich bin ja nicht so ein mittlerer. Hässliches Logo hatte ich hier vorne nicht drauf. So ein hässliches, komisches Stil. Wieso kommt das da weiß ich nicht. Sieht so ein bisschen wie nachträglich aus. Kacke aus. Sieht das richtig scheiße. So mit dem Abstand so, ey. Das ist totaler Müll. Was ist das? Ja, komm jetzt, lass dir die Freude nicht vergraulen. Ja, nur wegen so einem... Vorne zu, ja, eben. Ja, ich freue mich. So. Wunderbar, ja. Haben wir das. Herrlichen Moment. Das kannst du weiter frühstücken. Ich pack den hinten in den Schmuck. Zum Schrott. Ja. 1.100 Euro hat das entspricht nicht. Aber guck mal. Beim Gebrauch zu halten. Jetzt habe ich diese Gurke hier auch zu lieben und frage mich, ob die was kann. Genau. Ich frage auch, wie man das kann. Da war das Kugellager auf diesem Schrott. Das ist doch meins. Ja. Wirklich? Aber du aufgetrieben gesagt hast, habe ich schon so gedacht, da könnte mein Hammer sein. Das habe ich von einer Freundin, die hat es aus Frankreich. Hm. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ist das gleiche, oder nicht? Nee, ganz. Achso. Er haut immer nur so ein paar Dinger zu. Moment, mir ist ja eins weggekommen. Ja, ja. Das war aber Peugeot und war schwarz, also insofern. Ah ja, das ist kein Peugeot, das ist auch nicht schwarz. Die wollte ich nur ein bisschen poppen. Ja, vielleicht auch. Schönen Tag noch. Tschüss. Ratet mal, von wem das Rad hier ist. Das Rad hier ist. Also dieses Rad kam von dieser guten Dame, die sich für das Alan interessiert hat. Und sie möchte, dass ich jetzt dieses Rad ihr aufbaue. Ich habe keine Lust dazu. Aber ich mache es natürlich trotzdem. Nämlich Lust ist nicht entscheidend, sondern wie auch immer, es ist ja real, ich muss das Rad aufbauen. Ja, also. Ich möchte nochmal in dem Vlog auch jetzt sagen, einmal für alle. Der Livestream läuft einfach nur nebenbei.
durch. Egal wie lange Pausen dazwischen sind, egal wie lange er hier nicht zu sehen ist, der bleibt trotzdem natürlich an. Ich kann nicht jedes Mal umrennen, ausmachen, anmachen, wenn was Interessantes ist. Da werde ich ja bescheuert bei. Tut mir den Gefallen, guckt einfach, ihr solltet nicht durchgucken. Das ist doch totaler Quatsch, das macht doch kein Mensch, das kann man doch nicht machen. So viel Lebenszeit hat man ja nicht über. Deswegen, einfach nur kurz reingucken, wenn was Interessantes zu sehen ist, könnt ihr euch das angucken. Wenn nichts Interessantes zu sehen ist, müsst ihr euch das nicht angucken. Ganz einfach. So simpel. Ja? Seid nicht sauer. Livestream ist Livestream, Vlog ist Vlog. Das ist eine ganz andere Nummer, deswegen mache ich das ja. Deswegen habe ich es jetzt auch getrennt, weil viele dann sagen, oh, der Kanal ist ja voll öde oder so. Jetzt haben wir so einen öden Kanal, das ist bei Extreme Berlin, ist öde. Und dann haben wir so einen guten Kanal, so einen Fan-Gemeinschafts-Community-Kanal. Das wäre dann Fahrradsalon. Familie Müller und der Fahrradsalon. Das ist nun mal mein Hauptkanal, so sieht's aus. Also bei Extreme Berlin einfach nur als Überwachungskamera technisch gedacht. Wer sehen will, wie sein Rad repariert wird, kann es hier sehen. Wenn die gute Dame sehen möchte, wie ich das Rad jetzt umbaue, könnte sie es jetzt hier sehen. Ne? So eine Sache. Nicht sauer sein, so ist das halt. Also, ich baue hier erstmal alles ab. Sie möchte nämlich ihren Lenker, ihren Vorbau, also Vorbau, Lenker, ihre Bremshebel, möchte sie dran haben. Sie möchte eine Sattelstütze natürlich drin haben und sie möchte, dass das Vorderrad funktioniert. Das Vorderrad können wir von ihrem Rad nehmen. Das würde ich jetzt hier wegschmeißen sozusagen, weil das ist Müll. Das ist durch. Ja, dann mache ich jetzt. Ganz einfach. Ich löse das. Das hat sie ihr geschenkt bekommen von einer Freundin oder so. Meines Erachtens. Aus Frankreich. Ja, mit dem Alan ist es ja so, dass sie tatsächlich gesagt hat, auch zu mir, ja, nee, sie braucht jetzt, also das war jetzt die Begründung, sie braucht eigentlich eine Gurke. Sie möchte das halt auch mal vom Club stehen lassen, nachts oder so. Also, und da fährst du nicht mit so einem Rad hin. Das ist ganz einfach so. Das machst du nicht. Natürlich gehören die Räder auf die Straße. Das ist alles richtig. Aber du fährst nicht mit einem 1500 Euro wertigen Rad, fährst du einfach nicht vor irgendeinem Club, gehst da rin, machst Party. Die Leute stehen noch vor den Clubs und gucken, oder lässt es eine U-Bahn stehen oder so. Das macht man nicht. Zumindest nicht hier in Neukölln. Das kannst du was weiß ich wo in Zehlendorf meinetwegen machen oder probieren. Aber selbst da, ich meine, die sind ja nicht so blöde, selbst da wissen die Leute Bescheid, wenn da einer irgendwie erstmal in den Club geht, ist er erstmal eine Stunde weg. Minimum. Dann haben sie Zeit, da können sie klauern, das fällt ja nicht. Zack, erledigt. Das machen die halt so. So ist das nun mal hier. Und das muss man ja nicht forcieren sozusagen. Das muss man nicht heraufbeschwören. Das ist alles. Ihr fahren werden solltet. Es geht nicht darum, dass es Gebrauchsspuren kriegt. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass es noch überhaupt keine Gebrauchsspuren hat und einfach mal ein Top-Zustand ist, einfach ein Neuzustand. Es gibt einen Rahmen, der ist gerade drin bei eBay, der kostet 800 Euro. Neu. Aber es ist der blanke Rahmen. Nee, mehr sogar. 900 Euro nur neu. Neu. Und dann gibt es 2, 3, 4 Rahmen, die sind gebraucht, aber guter Zustand. Die gibt es auch für Stück 800 Rahmen. Es gibt auch fertige Räder, aber die sind relativ durch, sieht man schon, für 500. Also es ist wirklich eine gute Marke und das stellt man einfach nicht vor irgendeinem Club ab, so mit einem Hinweiszettel am besten noch dran. Ja bitte, nimm mich mit, ich koste 1000 Euro. Also, macht man einfach nicht. Das ist einfach gesunder Menschenverstand, sagt einem, das mache ich nicht. Ich habe mal ein schönes Auto gehabt, habe das hier auf die Straße gestellt und dann bin ich dann am nächsten Morgen war das, glaube ich, oder 2 Tage später bin ich wieder gekommen, da war das Ding zerbeult und zerkratzt. Alle haben zu mir gesagt, mach mal, stell das doch nicht dahin, bist du denn bekloppt oder so, mach das nicht, stell das nicht dahin. So, ich habe gesagt, ach scheiß, was, wieso, warum denn nicht, ich meine, ich bin ja kein Millionär oder so, ich habe mir das halt mal gegönnt, so, schönes Auto, ich habe gesagt, warum sollen die denn so neidisch sein, das kann ich mir ja nicht vorstellen. Ja, bumm, war, zack, ehrlich, 2 Tage später, war eine Beule vorne rein gehackt in das Ding, so richtig so, rein geboxt. Und das war zerkratzt ringsrum. Immer am Motorhaube lang, immer auf dem Hinten, auf der Heckklappe und immer an der Seite. Toll. Ja, deswegen, ich mach das nicht mehr. Kein Bock auf sowas. So, kurze Ansprache dazu und zu dem Thema. Deswegen, klar, ist er mit DC, mit einer Gurke, besser bedient. So sieht's aus. Und das ist ja noch nicht mal so eine richtige Gurke. Das ist ja eigentlich ein recht gutes, vernünftiges Rad hier. Könnte es werden zumindest wieder. Müssen wir nur mal ein bisschen servicen. Das mache ich jetzt. Genug gelabert. Laber, laber, laber. Können wir ja mal Rinden hängen. Aber heute ist Livestream, ja? Weißt du, ja? Kein Problem. Nee, weiß ich nicht, aber weil gestern, ich habe den mal versucht anzugucken, aber da, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Aber später, nicht während des Livestreams.
Achso, ja, später wird er ja erstmal live wird er ja übertragen. Ja, ja. Während der Übertragung wird er aber parallel bei YouTube auf dem Server irgendwo abgespeichert. Mhm, ja. Nachdem der beendet ist, wird er verarbeitet erst von YouTube und dann erst freigegeben. Ja. Also ich habe es gesehen und dachte, passiert gar nichts. Genau, der ist noch nicht zur Verarbeitung. Und anderthalb Stunden später ging es dann. Weil die müssen den erst verarbeiten und gucken, ob da irgendwelche Nazi-Größen durchs Bild laufen sozusagen oder eben, ob man irgendwelche Lieder spielt, die nicht erlaubt sind. Da müssen sie halt den ganzen Quatsch durchgehen, also ihre ganzen Filter durchjagen nochmal. Und dann hast du den dann irgendwann, glaube ich, 3 oder 4 Stunden später tatsächlich, war der erst zur Verfügung. Mhm. Aber hier, da ist die Streamkamera, da ist die Vlogkamera und da ist der Livestream. Man sieht es tatsächlich. Servus nach Tegel, was denn das? Aus Tegel, ein Nachbar, auch ein YouTuber. Was? Aus Tegel, ja, er hat dich offensichtlich gehört. Oder warst du hier schon hinten drin? Nee, das erste Mal. Ja, ist der. Ich habe mir einen freien Tag ausgesucht, wo ich jetzt mal nicht so viel Stress habe gerade und dann. Das ist der. Du bist der, kannst du ja selber sagen. OK. Alles OK. OK, genau, so ist es auch entstanden. Siehst du? Ach, hier gut werden. Vor allen Dingen so eine Ständerposition, wo man nur von einer Seite rankommt, ne? Ja, das ist schon okay. Eigentlich dran gewöhnt. Auf engstem Raum arbeiten, warum soll man sich das bequem machen? Verstehe ich gar nicht. Das fördert auch ein bisschen. Also, komm ich ja ran. Ich habe ja hier meinen Hund um. Der ist ja doch so ein bisschen grünlich. Das sieht man überhaupt nicht im Kamerabild. Der Peugeot ist ja richtig knackblau in der Übertragung. Ach so? Ja. Nee, der andere war blau. Der draußen, den ich repariert habe, das war ein blauer. Den, wo du gesagt hast, so ein Mixed-Rahmen. Das war ein blauer, das war auch nicht der. Aber den hast du doch Modell. In einem Vlog gezeigt, oder genau. Nicht? Ja, genau. Dass irgendwas ist oder so, das war so ein bisschen abgehackt, wo die Kamera nicht ging. Ach so, echt? Im Vlog? Ja, der war Peugeot und dann Kamera, die, ging raus und dann sagst du, macht keinen Sinn eigentlich. Naja, aber das macht keinen Sinn. Oder so ähnlich, hast du gesagt, als ob da ein Stück gefehlt hat an Info. Union verkaufen, da guckt, da hat jemand einen Mittelständer angebaut mit Gegenplatte und dadurch den Rahmen ein bisschen eingedrückt. Da, ja. Ich meine, passiert halt. Ja. Das ist jetzt nicht, dass es nicht mehr fahrbar ist, aber. Ja. Ja. Ist halt nicht mehr schön, ne? Und ist auch das Letzte, was übrig ist, mit so einem Keil. Naja. Gott sei Dank ging er noch mal raus, ne? Naja, müssen wir mal schauen. Ja. Ja, wenn es nicht mehr geht, dann geht er nicht mehr. Ja, dann kann ich alles ewig halten. Ich habe keine Ahnung, ob das Original ist. Also die Kurbelgarnitur sicher, aber drin. Bestimmt. Also vielleicht das Lager habe ich nicht. Also mein Vater hat so späte 70er mal. Alles leicht. Irgendwie überholen lassen, also da sind so ein paar Sachen neu gekommen, auch die Dame, der habe damals wurde ausgetauscht. Habt ihr gehört, er redet von späten 70ern neu gekommen. Wir reden nicht von letztes Jahr, habe ich das gerade auswechseln lassen, in den späten 70ern, heute hat es wieder ein bisschen Spiel. So, ist das genial, ey. Ja, aber so muss es sein. Das kann man mit der Hand rausschrauben, das ist geil. Brauchst du schlafen? Ich wollte vielleicht heute verlängern. Ach so, vielleicht? Nein, ich wollte für heute verlängern. Okay. Ja, fix. Ja, na dann fix, dann mach das. Ich will gleich irgendwo zahlen gehen, oder? Irgendwo zahlen gehen. Das 7 Euro wäre ja. Das. Hast du 2 auch? 2 Euro Stück. Nein. Und nicht verschraubt mehr oder so, sondern doch, na klar, an den Dübel letztlich kommt der Bolzen, aber der Dübel selbst im Beton hält ja nur durch diesen Kleber dann. Das sieht ja schon mal ganz gut aus noch, oder? Oder? Halte ich mal dran fest. Also die Seite ist okay, warum auch immer. Passt ja zum Namen. Ach stimmt, die andere Seite müssen wir ja jetzt auch rausschrauben. Genau. Perfekt. Voilà. Merken. Jetzt gucken wir mal, wo der Fehler ist. Fett ist ja hier noch drin. Kann man ja. Ist das genug? Naja, also da sagen wir mal, es ist fett drin. Kugeln sind alle da. Ja, Kugeln sind alle da, aber die Seite ist kaputt. Von der Achse. Eigentlich.
da, wo es dunkel wird, ist, ah ja, ist so weggefressen. So ein bisschen eingetieft. Siehst du richtig im Schnitt, so, wenn du so guckst, ist immer richtig, da ist irgendwas drin gehackt. Oh, spontan. Also es ist ja nicht so, dass es so langsam anfängt, weil so richtig so klack, eine Kugel wahrscheinlich gebrochen. Und in dem Moment hat es so richtig rumgerissen. Also man wird es hinkriegen. Aber eben nicht, dass es vernünftig mehr läuft. Also, neu läuft. Ja. Ich würde mal sagen, das kann man ja sauber machen. Das ist ja jetzt kein Hit. Kann man ja sauber machen einmal. Und dann kann man es einmal einbauen. Und ohne Spiel wieder also das Spiel kriegt man raus. Mhm. Das sei mal jetzt so gesagt. Wie lange das denn hält? Ob das denn der letzte Versuch ist? Ich würde es jetzt auf alle Fälle nochmal versuchen damit. Okay. Na, das ist dann deine Sache. Also wenn jetzt ich hatte das im Blick, weil ich das Gefühl hatte, das hat ein bisschen geeiert. Dann dachte ich halt, gut, da ist die Kurbelgarnitur vielleicht ein bisschen verzogen oder was weiß ich was. Aber da man ja auch keiner Rennen fährt mit so einem Rad, hey, das ist mir das nie irgendwie... Zum wirklich cruisen. Ja. Guck mal, alles was hier so schön glänzt. Ist Abrieb. Ist Abrieb von den Molen. Mhm. Der Abrieb, der kommt ja mit der Zeit, ne? Sieht man ja, ist ja ganz fein. Ist jetzt wie gesagt, wenn eine Kugel bricht, dann ist es sowas, was spontan passiert. Mhm. Aber wenn so Abrieb, das ist ganz normal. Musst du halt aus dem Lager rauswaschen. Dadurch werden die Kugeln natürlich ein bisschen dünner. Wenn die Kugeln dünner werden, stimmt der Abstand hier nicht mehr, wo man es einstellt. Dadurch kriegt das Spiel. Mhm. Ganz logisch. Deswegen hat man ja die Möglichkeit, bei dem Lager nachzustellen, bis eine Kugel bricht tatsächlich, bis die wirklich so nicht mehr taugen. Mhm. Glaubst du, dass das Originallager ist? Das sieht original aus. Ja. Also es ist definitiv ein altes. Also ob das jetzt nur das Originale von dem ist, das weiß ich jetzt nicht. Ja, auf alle Fälle ist das eins aus den mindestens 70er Jahren eben. Und wahrscheinlich hat der es ja auch schon 10 Jahre umliegen gehabt. Und so. Ja. Ja, nur, aber die halten ja. Ich meine, wie gesagt, die hatte ich ja schon mal auseinandergeschraubt. Diese Venus, die ich habe, die wirklich nur 2-3 Jahre alt ist. Da sind die Lager sehen wesentlich schlimmer aus als das hier. Das soll ja auch nicht. Es soll ja auch nicht. Die Leute wollen verkaufen, Mensch. Die müssen verkaufen. Ja. Das interessiert die Leute nicht, ob du ein Rennteam hast und Erfolge feierst. Das ist heute nicht mehr ausschlaggebend. Ausschlaggebend sind nur noch Verkaufszahlen. Früher konntest du dich damit brüsten, dass du so und so viele Erfolge hast, so und so schnell bist, der Beste bist auf der Welt und nur einmal kaufst du dieses Lager und das hält. Damit kann man, was weiß ich, kannst du einbauen in Campagnolo. Ja, das ist ich habe immer Angst, dass ich mit meiner Birne hier hingehe. Ja, das ist nicht ohne. Irgendwie ist immer so ein Brand. Willi war da. Willi Brand. Nee, natürlich nicht. Wenn es geht. Wenn es geht, na klar. Dann werden wir jetzt sehen, ob es geht. Tatsächlich. Ja, bitte? Ja, bitte? Ja, bitte. Ich habe diesmal wirklich ein Problem. Also, ne, nicht. Nee, kein großes, aber ich wollte einen anderen Sattel drauf machen, aber ich krieg's nicht auf. Könnte ich dir den nachher vorbeibringen? Du bist jetzt live im Netz gerade, weißt du, ja? Nee. Da ist die Kamera. Aber es gibt ohne Ton, oder? Nee, ist mit. Da ist ein wunderschönes Mikrofon. Ja, wird schön. Freut mich für dich. Schön. Schön. Also kannst du jetzt schlecht sagen nein oder kann ich irgendwann. Ja, das wird einkommen jetzt. Ja, Herr Nachbar, jawohl, Herr Nachbar, machen nee, wir. Nein, Herr Nachbar. Nein, ich sage ja, wann wird es denn dir passen? Ich habe schon wieder alle Felsen rum, links? Sattel. Eigentlich nur ein Sattel. Ich wollte einen Sattel wechseln, aber ich krieg's nicht auf. Ich hab mich. Ja, kommst einfach rum. Weil. Weiß ich nicht, wann du kannst. Ja, mir ist egal. Ich kann ja, jetzt, komm, aber du bist ja. Ich bin jetzt beschäftigt bis heute Abend 21 Uhr. Ja, dann. Komm einfach zwischendurch rum jetzt. Dann komme ich jetzt gleich rum und dann lass ich es halt stehen mit dem Dings, oder? Kann man ja auch machen. Wieso denn? Dann kann man da aufmachen einfach. Einfach, gut, okay. Also ist wahrscheinlich ein Problem, was ich da bei dem Hollandrad gerade hatte. Dass es so durchdreht auf der anderen Seite oder was? Der dreht nichts durch, ich kann man nicht mal. Ah, okay. Das ist einfach zu fest oder keine Ahnung. Ja, und was ist bei dir? Muskelschwund oder was? Alt. Ach so, alt. Wird schon alt? Ja. Ey, okay, glaube ich nicht. Ich habe so gedreht, irgendwie so, dass ich jetzt so ein Wärmepflaster umhabe, irgendwie so. Und, verarsch mich doch. Nein, ich habe echt ein Wärmepflaster. Aber nicht wegen dem Drehen. Nein, ich weiß es nicht, aber irgendwas habe ich gemacht, aber ab und zu spinnen die Wärmepflaster. Alles live im Netz. Ach, scheiße, ich gehe, tschüss.
Aber du hast ja bestimmt ein bisschen weniger Follower als Rezo, oder? Du hast jetzt gerade Englisch gesprochen, ich habe es nicht verstanden. Du also, hast was meinst weniger du? Follower als Rezo. Wer ist der Rezo? Hast du es nicht mitgekriegt? Der YouTuber? Ja, du ja. Du hast es mitgekriegt, ja, oder? Ja, dieser. Der zerstört die CDU. Ich bin so ein großer Influencer-mäßig. Genau, der die CDU zerstören wollte. Doch, davon habe ich schon gehört, irgendwas. Ja, genau. Also, jetzt so durch die Leute aber auch nur. Durch die Leute. Aber ich wusste jetzt nicht, wie der. Was du bist auch ein YouTuber. Wer sicher? Ja. Steht wo? Da oben links. YouTube. Scheiße, ich bin nicht ansteckend. Ja, wahrscheinlich ist es ansteckend. Irgendwie. Ich bin nicht ansteckend! Aber scheinbar schon irgendwie. Hey, komm mal rüber. Komm mal rüber da. Komm du mir mal rüber. Ja, hallo, sagt er hier. Ringo. Ringo sagt hallo. Okay. Hallo, Ringo. Der kennt Spiel, aber. Dreh mal dran. So hat es kein Spiel, aber ein bisschen verbogen. Also, siehst du, wie ist anders, ne? Du siehst ja, wie hin und her läuft. Ja, das ist das Eier, ne? Was das ist dieses, genau, dieses elliptische. Ja, elliptische. So kann man das sagen. Ja. Das ist durch dieses eingelaufene auf dieser einen Seite. Vernünftig. Dann bleibt ja nicht weiter übrig, als weit raus. Niemand hat die Absicht. Ja, nimm mal die Absicht. Nimm mal die Absicht. Tja. Ja, aber wenn andere Sachen warten, muss es auch nicht jetzt sein, ne? Na gut, jetzt einfach hier um den drin ballern, das geht ja dann jetzt schnell. Tja, das war mal ein Problem. Das heißt mal Tretlager hier Winde nachschneiden, das habe ich nicht hier, das Werkzeug dafür. Hm? Lässt sich nicht befestigen, oder? Tretlager hier Winde nachschneiden, das ist nicht sauber geschnitten, weil eben diese Rohre hier ansetzen und genau hier ab dem Punkt, wo diese Rohre ansetzt, kannst du nicht mehr weiter reinschrauben. Da musst du mal erstmal den Grat wegschneiden, der da noch ist von diesem Rohr. Oho! Also das ist natürlich mit dieser anderen Schale wunderbar. Aber hier nicht. Und das macht das die Winde an dem Ding kaputt. Das macht nicht die Winde an diesem alten kaputt. Ja, weil das ist einfach ein ganz anderer Stahl. Das ist tatsächlich Stahl noch. Mhm. Ja. Das ist das Problem. Ja, ja. Ja, willst du da jetzt so ein Ding drin bolzen, dann geht das vielleicht. Also kratzt dir ab zwei Winde und kratzt dir den Gewindegang runter. Du kannst nicht, man kriegt ja nicht Schrott mit die Wand. Ne? Aber dann ist eben die Winde durch von dem Ding und dann rutscht es dir nach 100 Kilometern raus, sozusagen. Davon hast du ja auch nicht. Mhm. Muss man schon ordentlich machen. Kannst ja kurz drüber nachdenken. Ich guck mir mal ganz kurz deinen Sattel an. Könntest du ja angucken müssen. Ich möchte nur einmal sehen, ja, also Prostata-Sattel. Ja, ja. Wenn Prostatis. Prostatis. Ja, schönen guten Tag, der Tommy hier aus der Bürgner Straße. Ich habe in meiner Werkstatt einen Kunden, bei dem müsste das Tretlagergewinde nachgeschnitten werden. Macht ihr sowas noch? BSA, ganz genau. Ja, ja, na klar. Ja, ja. Okay, na, was würde das ungefähr kosten, wenn denn? Ja, kein Problem. Das Lager ist draußen, das alte Lager ist auch kein Problem, aber eben ein neues reinzubauen ist halt ein bisschen problematisch durch ein bisschen Gradbildung. Ja? 16 Euro. Okay, ja. Und wäre es denn denkbar, dass es heute noch ginge? Okay. Gut. Aber er sollte mal vorbeikommen, damit das wäre schon okay, ja? Okay, alles klar. Joe. Ja, naja, wie gesagt, ich kann ja auch. Ich kann das alte reinbauen, dann kannst du auf alle Fälle damit treten. Aber das Lager ist halt kaputt, das alte. Hast du ja nicht. Mhm. Noch ein Jährchen hält oder zwei. Müsste ich wundern, vielleicht hält das auch zwei Jahre. Ja, ne, wie gesagt, ich fahre ja mit immer mal so. Anfängt zu hinken, ist natürlich nervig. Wozu dient jetzt eigentlich dieses Außen? Ist das nur ein Schutz? Ne, ist der Konter. Damit sich die Lagerseite nicht. Das ist ganz wichtig. Ein bisschen locker. Du, wesentlich besser als vorher, auf alle Fälle, das ist klar. Ja, also machen wir uns guter Lauf. 20 Jahren nicht gefallen, ist keine wirklich neue Entwicklung in der ganzen Zeit. So das ja. Fahrrad. Gut.
Schön, dass du mich besucht hast. Erfolglos? Nee, bis ins Mark. Nee, das war nicht erfolglos, sag mal. Ja, okay. Also den hier machst du immer noch. Ja, das da war natürlich der Dings dann. Ich benutze das mal so ein bisschen als Hosenschutz, so wenn es so ist. Ja, was bleibt denn nicht so? Nicht, dass das da gut. So, wo ist denn jetzt der Umbau hier? Ja, ich muss jetzt. Das kommt jetzt hier rein. Weil jetzt hier. Das kommt raus. Das kommt rein. Und dann werden Teile getauscht. Das Vorderrad muss raus, ist kaputt. Das ist alles Schmutz, alles Müll. Ja, das ist eine ganze Menge Arbeit hier an dem Rad. Vorne angefangen, aber konnte ich gar nicht zu Ende machen. Ich habe auch ein neues Fahrrad, ein großes neues Fahrrad. Okay. Das habe ich ja gesehen, glaube ich, ne? Ja, ja, ich habe es gesehen. Ist das ein Zehner oder was? Achte. Das ist ja ein IFA, also ja, IFA. Das ist ein ganz schmales Ende. Hier unten kommt man auch nicht weiter. Ich muss man ja erstmal orientieren, wa? Wo haben wir denn eine kleine Schraube? Hast du einen Livestream an oder was? Ja. Ja, guck an. Probier's. Guckt ja keiner an hier. Aber kann ich auch verstehen, ist ja nichts los gewesen bis jetzt. Naja, doch schon, aber. Jetzt sieht's ja erst richtig los. Jetzt baue ich ja, jetzt fange ich an umzubauen. Jetzt guckt aber keiner. Ist ein Süd, kann ich das hier geheim machen. Ganz geheim mache ich das jetzt. Vielleicht hat er das kaputt gemacht. Okay, jetzt. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich machen wollte. Also, liebe Leute, das ist das Rad, was die gute Dame kaputt gefahren hat. Hier hinten hat sie den Rahmen komplett zerbrochen. Da ist nichts mehr zu löten. Das baue ich nicht wieder ein. Also, das kann man nicht biegen. Das reißt ab. Den Korb möchte dran haben, den Lenker möchte dran haben, die Bremsen möchte dran haben. Sattel müssen wir umbauen. Ich beginne. Nee, 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 nee. Bleib es dran! Ja, das ist jetzt hier aufgenommen, du kommst gleich rein, Wolfgang. Aha. Ja, pass auf, gleich kommst du. Pass auf. Ich hatte ja nicht, also hast du die Schnäpfe geguckt, was du mit dir gekratzt hast, aber zwei.
Was habe ich den Kotler, der zur Reparatur gebracht. Reparatur? Der Rahmen ist gebrochen. Schon wieder mal. Cannondale Slate. Zur Reparatur. Ey, der bringt immer einen super Rahmen, ey. Apropos Kona, müssen wir mal Kona-Swiss machen. Ja? Ich fällt mir gerade mal ein, naja. Was immer, immer mit viel zu tun hier, die Tara. Ich hab wahnsinnig viel zu tun. Ja. Wo immer die Kamera immer mal zeigen, alles hat man mal abends nicht. Du bist ja nicht vorbeigekommen, Wolfgang, das liegt da nicht an mir. Nee, hab nicht viel. Ich hab mal nicht, ich sage, da hast du mal abends ein bisschen viel zu tun. Und das war das nicht so, nee, das ist nicht an dir. Ah, Lager ist kaputt, hier hab ich mir gedacht. Hab mir gedacht. Ja, hab mir gedacht, guck mal. Hier, da ist er. Nichts mehr mit Lager. Ja aus der Welt, Thomas. Nö, noch nicht. Aber noch einen Moment Zeit für. Den von gestern. Ist das ein Kinderrad schon losgeworden? Welches Kinderrad? Das, ich mal gewacht habe. Nee, das steht beim Schrott. Steht gerade bei den Schrotträdern. Ich habe den ganzen Keller voll mit Schrotträdern. Da steht mit bei. Also, Schrotträder. In dem Sinne, dass sie noch nicht funktionieren. Ne? Also, die müssen alle repariert werden. Das war jetzt die letzte Chance, was wir hier machen können mit dem Ding. Ich freue mich, ich kann die alte Tretkurbel verwenden. Freut mich tatsächlich. Also, finde ich gut. Nicht wundern, mal spreche ich so lang. Oh Mann, das alles noch schneiden, ey. Oh Mann, ey. Kein Bock, ey. Einfach nur ans Bett packen heute. Ja, so viel dazu. Wer hat Schiss vor einem Riss? Ja, kann ich fast nicht sehen. Habt ihr alle Kopfhörer auf oder was? Das ist natürlich furchtbar. Ja, ich glaube, es ist der dritte, vierte, fünfte, sechste Rahmen, keine Ahnung, den der Kollege schon kaputt gefahren hat. Und jedes Mal kriegt er anstandslos umgetauscht von Cannondale. Jetzt müssen wir das Ding auseinanderbauen, komplett auseinanderbauen und einen neuen Rahmen. Cannondale, Slate. Große L in Orange oder so, Signalrot, würde ich sagen. Das ist wirklich. Jetzt feiert. Ist ja auch schon 10 Uhr, um Himmels Willen, Alter. Ist das schon 10 Uhr?
Boah, ich mach Feierabend. Ich schließe Räder an, ich mach Feierabend. So, das ist die Unruhe, Jungs. Also, macht es gut, bis morgen. Ciao. Ich komme nicht zum Schneiden wahrscheinlich. Scheiße, ey. Ja. Da ist schon 10 Uhr. Nein, das ist schon 10 Uhr. Ich werde verrückt, ey.